Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kunsthaus Bregenz. Wir bedanken uns für Ihr zahlreiches Erscheinen und Ihr Interesse. Es war aber nicht anders zu erwarten, weil ja sozusagen ein Local Hero hier bei uns zu Gast ist. Stefan Sagmeister, ich glaube, ich brauche ihn nicht vorstellen. Designer, Typograf, Filmemacher, Modemacher, Ausstellungsmacher, Uomo Universale. Sehr schön, dass du hier bist, natürlich auch anlässlich der Ausstellung nebenan. Es ist ein ganzer Thementag, du wirst heute am Nachmittag noch einmal sprechen, um 4 Uhr im Vorarlberg Museum. Vielleicht, wenn Sie nicht alles erfahren haben am Vormittag, dann können Sie noch nachsitzen am Nachmittag. Absolut. Ja, wir haben das Ganze unter das Motto gestellt, zumindest unser Gespräch, Beauty versus Beast. Aber vielleicht fangen wir mit deinem Mantel an. Magst du aufstehen und deinen Mantel vorführen? Aber klar, gerne. Das fängt an bei 1400. Das sind also, wie viele Leute wurden anhand von einem anderen Menschen ermordet über die Jahrhunderte hinweg. Pro 100.000 Leute im Mittelalter, spätes Mittelalter, 1400 noch 35, dann nimmt das ab. Jede 50 Jahre wird es weniger, bis es heute auf 2 ist. Das heißt also, wir leben in den sichersten Zeiten der Menschheit. Es wurde noch nie so wenig gemordet wie heute. Mit Messern? Nein, mit allen. Siehst du, genau um das geht's. Ein hocherzogener Mensch, der keine Ahnung hat von der Welt, in der er lebt. Also, es geht wirklich um das, weil natürlich sind da alle Waffen mit dabei. Geschaut wird natürlich, man kann es ja nicht anders anschauen, prozentual, wie viele Leute haben gelebt, wie viele davon, also pro 100.000, wurden umgebracht. Und es auch in Amerika, aber nur ist unser Eindruck da ganz ein anderer, weil wir natürlich viel mehr darüber berichtet bekommen, wie je davor. Und weil die Medien wahnsinnig kurz sind jetzt. Und je kürzer die Medien, je kürzer der Zyklus der Medien ist, umso negativer werden die Medien. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das lässt sich wunderbar von Harvard in einer großen Untersuchung beweisen. Auch jetzt, in den letzten 20 Jahren, sind auch die Printmedien nochmal um vieles negativer geworden, weil wir das als Menschen, nicht weil die Medien so böse sind, sondern weil wir das als Menschen so sehr gerne haben. Weil wir alle das Dramatische lieben und natürlich viel lieber, vor allem wenn es anderen Leuten passiert, darüber lesen, wer gerade ermordet ist irgendwie. Und darum ist unser Eindruck ein ganz anderer, als wir es eigentlich denken. Also sagen wir so, das stimmt ja, dass heute jemand ermordet worden ist. Und es stimmt ja, dass das sehr schlimm ist. Wenn wir aber die Zeitspanne ändern und eben nicht auf heute oder auf diese Stunde oder auf diese Sekunde schauen, sondern auf 10 Jahre, auf 100 Jahre oder in diesem Fall, und es gibt nicht über viele Statistiken so gute, so eine lange Zeit, also in dem Fall auf 600 Jahre schauen, schaut es anders aus. Das war jetzt eine lange Erklärung meines Mantels. Gut. Gut. Ja, ich habe aber schon noch eine Frage. Also natürlich mag das weltweit stimmen, aber ich würde jetzt gern wissen, was zum Beispiel zwischen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewesen ist, wo sich ganz Europa ausgerottet hat im 30-jährigen Krieg oder ein Drittel seiner Bevölkerung zunichte gemacht hat. Natürlich braucht man das 20. Jahrhundert, kann man auch erinnern, oder was da passiert ist. Vielleicht gleicht sich das dann aus durch die Bevölkerungsexplosion in anderen Teilen der Welt. Aber faktisch ist schon, dass es hier Unrecht gab und gibt. Und die brauchen nicht an die Gegenwart erinnern. Und etwas ist mir noch eingefallen, zum Beispiel in Österreich gibt es jetzt, weiß nicht,
verifizieren, da falsifizieren Sie mich. Also das ist eine Ausbildung. Wir haben eine steigende Anzahl, interessanterweise in den letzten 4-5 Jahren, von Femiziden. Also sozusagen, es gibt vielleicht möglicherweise weniger Mordopfer, aber es gibt eine bestimmte Gruppe, die ermordet wird. Also da, bei österreichischen Zahlen kann ich jetzt nicht mitreden, also kenne ich mich nicht aus. Wäre aber interessante Sache, das mal zu schauen. Natürlich ist es auch so, dass der Fortschritt niemals eben hinaufgeht. Oder? Jede neue Entwicklung hat vorher nicht vorhersehbare Nebenerscheinungen, die dann natürlich wieder berichtigt werden müssen. Also das geht natürlich immer ein Schritt vor, zwei zurück, drei Schritte vor, ein zurück und so weiter und so fort. Oder ich, also bei den Staaten, weil ich halt schon seit 30 Jahren in New York bin, kenne ich mich besser aus. Da weiß ich, dass jetzt zum Beispiel in den letzten 4 Jahren ist die Gewalttätigkeit hat wieder stark zugenommen in den Städten. Aber wenn ich die 50 Jahre anschaue, ist es stetig zurückgegangen. Von wenn ich die Vorhersagen der 70er und 80er Jahre anschaue, die waren komplett falsch, also da müssten wir jetzt viel, viel, viel gewalttätiger sein. Bis vor 5 Jahren ist die Gewalttätigkeit so stark zurückgegangen, dass sich Soziologen gesagt haben, das kann fast nicht sein, dass es wirklich so stark zurückgegangen ist. Und die Ideen dafür oder die Erklärungen dafür, wieso das so gekommen ist, gibt es viele, eine mir sehr einleuchtende, weil das mit den Zahlen sehr zusammenpasst, ist die Babypille und das Erlauben der Abtreibung, weil die meisten Morde in Amerika werden von Männern zwischen 16 und 26 Jahren verursacht und genau zwischen 16 und also ungefähr nach 20 Jahren nach der Einführung der Babypille und nach der Erlaubnis der Abtreibung sind die Zahlen stark zurückgegangen, sind die Ermordungszahlen stark zurückgegangen. Also da gibt es wahrscheinlich einen Zusammenhang mit, es gibt einfach weniger unerwünschte Kinder, die dann mehr zum Morden neigen. Das wird aber niemand, das wollen sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sich nicht auf die Fahne schreiben. Also das ist nicht eine sehr populäre, also keine populäre Erklärung, aber es gibt natürlich auch andere, Giuliani und so weiter. Aber wir lernen aus den Medien, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber natürlich in Amerika geht ja politisch die Meinung wieder in eine andere Richtung. Das wäre ja sozusagen ein Vorstoß, sozusagen wenn Abtreibung verboten wird, dann ist das eine Einladung zum Mord. Ja, es wird, wie gesagt, da wollen halt, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner wollen nicht drüber reden. Also aber jetzt natürlich klar, die mit der letzten Entscheidung des obersten Gerichtshofs geht das in eine andere Richtung. Auch da, glaube ich, wird ja oft missverstanden, auch in den Medien so kolportiert, als ob jetzt in Amerika die Abtreibung verboten wäre. Aber das ist natürlich nicht so. Was der oberste Gerichtshof gemacht hat, ist, dass das Gesetz, das alle Bundesstaaten Abtreibung erlauben müssen, ist aufgehoben. Und jetzt ist es auf jedem Bundesstaat, das entweder zu erlauben oder zu verbieten. Das heißt, erwartet wird, dass ungefähr ein Drittel, vielleicht bis die Hälfte wird es verbieten und das andere wird es erlauben. Dadurch, dass aber die Medizin in der Zwischenzeit große Fortschritte gemacht hat und es Pillen gibt und so weiter, wird sich das auch in den Staaten, wo es verboten ist, nicht genauso durchsetzen lassen. Also ich glaube, dass ich bin selbst da noch ein bisschen positiver wie andere. Du hast mal eine Ausstellung über Glück gemacht, einen Film über Happiness. Würdest du auch eine machen über Gewalt?
Also als Ausstellung, sage ich mal. Ja, egal. Ja. Oder eine künstlerische Umsetzung ja. dieses Themas, in ja, welchem ja, Medium ja, ja. auch immer. Also, ich würde es mal so sagen, bei mir ist es jetzt so, dass ich habe jetzt zwei so große Themenausstellungen gemacht und ich hatte einen sehr guten früheren Boss, der wirklich ein Mentor war, Tibor Kalman, ein ungarischer Jude, einer der besten Designer des 20. Jahrhunderts, und der hat mir immer gesagt, man soll alles nur zweimal machen. Das erste Mal hat man keine Ahnung, wie es geht, das zweite Mal weiß man, das dritte Mal wäre langweilig. Und ich muss sagen, ich sehe die großen Richtungsausstellungen auf jeden Fall so. Also ich habe jetzt da zwei gemacht und habe jetzt wirklich auch kein, also überhaupt kein Bedürfnis, eine dritte zu machen. Jetzt, ich weiß, die Frage war nicht genau so gestellt, oder? Ja, nein, es ist schon... Ja. Ja, sprich weiter. Ich bin heuer 60 geworden. Gratuliere. Dankeschön. Das ist natürlich auch ein Alter, wo man sich überlegt, was will ich denn noch machen? Und da ist natürlich schon eine Überlegung, ich möchte die Sachen machen, von denen ich glaube, dass sie niemand anders macht. Weil wenn es eh jemand anders gut macht, dann braucht es ja mich nicht dazu. Das kann dann, ja. Und ich glaube zum Beispiel, dass es über Gewalt zum einen schon relativ viel Gutes gibt. Ja, fällt da was ein, ad hoc? Boah, ja, du, Tausende, oder? Also von Dog Day Afternoon, also wenn wir jetzt vom Film reden, aber es gibt ja ausgezeichnete Filme über die Gewalt. Ausstellungen, fällt mal gute Ausstellungen ein über die Gewalt. Na, wir haben hier eine, aber... Ja, also jetzt, also ich mag, also wobei, geht's dem Jordan um Gewalt? Du hast vielleicht das... Habe ich noch nicht gesehen, ja. leider Gottes, ja, okay. Aber würde ich natürlich gerne sehen, also auch schon, weil ich erstens davon gehört habe und zweitens sehr VR interessiert bin. Also ja. Was interessiert dich an dem Thema, an VR? Also viel. Zum einen, weil meine Freundin für eine VR-Firma arbeitet, also die macht dort Interfaces. Zum zweiten, weil ich täglich sicher eine Stunde lang in VR meine Fitnessübungen mache und das funktioniert super. Also das musst du mir jetzt erklären. Ich habe keine Vorstellung. Was, also ich habe genauso eine Brille auf wie bei euch. Und dann bin ich im Zirkus Maximums, oder? Nein, da bin ich in einer schönen Landschaft, also zum Beispiel in den Tiroler Alpen. Und die Vorarlberger Alpen. Ja, also in dem Fall, meine App hat jetzt nicht die Vorarlberger Alpen, sondern leider Gottes nur die Tiroler. oder auch das Berner Oberland oder Machu Picchu oder... Island, ist, glaub, sie haben 80 schöne Landschaften der Welt im Realismus. Aber nicht die Sahara oder, also dort, wo man schwitzen würde. Ja, also das ist immer nur die Landschaft. Und dann hat man zwei Schläger in der Hand, also einen weißen und einen schwarzen. Und es kommen schwarze und weiße Bälle auf einem zugeschossen, wo es daran gilt, diese Bälle zu treffen und wegzuschmeißen. Und da kommt eine Cardio-Exercise heraus, die sehr anstrengend ist. Also ich muss nicht jeden Morgen, aber an einigen Morgen danach den Boden aufwischen, weil der voll geschwitzt ist. Also es ist relativ anstrengend. Und ich würde natürlich ohne die VR-Brille niemals eine Stunde Cardio machen. Das ist ja viel zu langweilig und komplett uninteressant. Aber das Programm der Brille macht es so interessant, dass ich die Übungen viel intensiver und länger machen würde wie ohne. Und die ganze Sache ist so, also ist interessant genug, dass ich jeden Morgen die Übungen mache.
dass ich also, dass der Hügel, den es ja braucht, bevor ich rennen gehe oder bevor ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dass der Hügel viel, viel, viel niedriger ist. Und gibt es auch Kontrahenten, so wie in Videogaming, dass du quasi gegen nein. jemanden im Squash antrittst? Nein. Das wird, nein, aber es wird kommen, ich glaube in 1, 2, 3 Monaten, dass ich gleichzeitig die Übungen machen kann mit einem Freund oder Freundin, der auch irgendwo anders sitzt und den ich dann nicht als Avatar, aber als im Prinzip aus Wassertropfen zusammengesetzte Realtime-Animation sehe. Die ganze App ist wunderschön gebaut, also von 2 Leuten, die ich gut kenne. Der eine war höchster Video direkt, also der hat halt die Radiohead-Videos oder die höchste Kategorie der Musikvideos, auch die künstlerischen Musikvideos gemacht. Und der andere war ein voll bezahlter Resident bei Google, den Google bezahlt hat, nur dass er hereinkommt, ohne Verpflichtungen, weil er auf dieser Ebene so gescheit war, dass Google gedacht hat, es wäre gut, wenn der nur bei uns ist. Und die beiden haben die App gegründet oder haben die App und die ist gut. Also das funktioniert leider Gottes in Österreich nicht erhältlich wegen den Musikrechten, weil die Musikrechte immer noch so verschachtelt und vertan sind, dass also für jedes Land die Musikrechte einzeln verhandelt werden muss. Also da muss man dann mit Universal Wien gegenüber Universal Berlin und gegenüber Universal Zürich einzeln verhandeln. Und da sind sie noch nicht dazu gekommen, aber das kommt. Also das wird sicher passieren. Und in der Ausstellung im Vorarlberg-Museum gibt es ja auch eine VR-Arbeit. Kannst du sie beschreiben, oder? Also da bei uns im letzten Stock oben haben wir eine Arbeit in Auftrag gegeben. Da kann man in Virtual Reality in einer kurzen Zeitspanne, also innerhalb von 3 Minuten, eine Skulptur bauen. Die schaut dann, also von der Oberfläche schaut das ein bisschen Jeff Koons-artig aus, der ja auch hier im Haus ausgestellt worden ist, also werden viele kennen. Das ist aber eher, also ich muss zugeben, natürlich um die Arbeit in Auftrag geben zu können, musste ich mich natürlich in das VR ein bisschen einarbeiten, habe relativ viel gesehen und habe das Ganze eigentlich als einen Gimmick betrachtet. Inkludiere der Arbeit, die wir im Vorarlberg-Museum haben. Das haben wir eigentlich eingebaut, weil ich wusste, für die Leute, die es nicht kennen, ist es ein großer Wow-Effekt, aber das ist keine ernsthafte Arbeit. Das ist so, da setzt man sich die Brille auf, man kann da schnell irgendwas machen. Das ist eine kurze Freude. Aber ich habe eigentlich auch nach der Arbeit gedacht, diese Welt ist eigentlich nicht interessant. Und habe erst, nachdem ich Supernatural, also meine Exercise-App gesehen habe, meine Meinung über die ganze Welt geändert. Also ich glaube, dass, oder in der Zwischenzeit kann man ja fast zu 100%ig sagen, da wird was kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl Sony als auch Apple, als auch Google, als auch Meta da komplett falsch liegen und Milliarden Dollar ins Blaue investieren, ohne dass da wirklich was rauskommt. Aber ich weiß das jetzt selber, also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren fast täglich, nicht heute, weil es eben in Österreich nicht funktioniert, aber ansonsten fast täglich bei der Exercise dabei und das funktioniert. Und das ist spaßig und ich bin in viel besserem Shape, als ich es je, also sagen wir mal so, ich bin in besserer Kondition, als ich es in den letzten 10 Jahren war, glaube ich. Ja. Zwei Bemerkungen, ich habe das ja auch gemacht und das ist ja so eine lilafarbene Schlange. Und ich habe mich dabei beobachtet, wie ich zu einem Selbstfesselungsartisten geworden bin. Also sozusagen
weil ja diese VR-Illusion natürlich räumlich ist, beginnt man sozusagen nicht mehr in der Fläche zu denken und auch zu handeln, sondern plötzlich eben räumlich und das heißt rundum 360 Grad und dann habe ich begonnen, intuitiv, ohne jetzt zu überlegen, habe ich mich natürlich sozusagen selbst gefesselt. Einen Käfig gebaut. Ja, oder irgendwie so, es wurde dann so eng, dass ich dann sozusagen nur mehr, und dann habe ich aus diesem, dann kippt es natürlich von diesem, sage jetzt einmal, Schlagsahnenmalerei in etwas dann doch Brüchiges und Gefährliches und ein unwillkommene Collateral Effekt von etwas, was zuerst ganz harmlos ausschaut. Ja, wie gesagt, die Nebeneffekte der Technologie sind im Vorhinein schwer vorauszusagen. Der Jordan Wolfson, wenn du es nicht gesehen hast, für die Menschen, die es nicht gesehen haben, sie können es nicht. Das ist so, dafür findet man sich in New York, auch in einer realistischen Szene, nicht in Machu Picchu und nicht in Island, aber in New York und auf einer Straße und zuerst ist das Bild umgestülpt, also deswegen muss man sich unbedingt an diesem Griff dort festhalten. Also der kippt die Perspektive, man schaut gerade, aber blickt eigentlich in den kristallklaren Himmel und erst dann kippt er die Kamera so, dass man zuerst einmal sozusagen so ein Bauchunwohlsein entwickelt, ein schockiertes und dann ist man ihm gegenüber, man sieht ihn mit einem Baseballschläger und dann ist eine Figur, die am Boden kniet, man weiß nicht warum und er beginnt ohne Kommunikation und ohne Grund und ohne sichtbare Veranlassung auf den mit dem Baseballschläger einzuschlagen und zur Mehrstimmt den Schädel und es pritschelt das Blut und tritt auf die, also es ist sozusagen, man wird Zeuge, aber auch natürlich, weil man dabei ist und nichts tut. Das ist ganz im Gegenteil zu diesem App, das ja quasi bei dir suggeriert Aktivität, aber tatsächlich auch Aktivität ist, die ja dann letztendlich das Ziel ist. Dort ist man zurückgedrängt, genau in das Gegenteil, nämlich dass man in die Passivität und auch dadurch in die Komplizenschaft gedrängt wird. Ja, also auch natürlich sicher durch den extremen Realismus, ja wirklich fast dabei ist, nehme ich an, oder? Ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, schau es mir aber auf jeden Fall an. Ich habe einige seiner Arbeiten, kenne ich vom Zwirner in New York und habe das immer gut gefunden. Also ich fand den Jordan immer einen der interessantesten Künstler. Bin auch, also ich kenne ihn nicht, habe ihn nie getroffen, bin aber ziemlich verbandelt mit einem seiner Vorbilder, mit dem Ashley Pinkerton, mit dem ich, weil der halt in Bali gewohnt hat und ich ja in Bali verbracht habe, mit dem Ashley bin ich wieder gut befreundet. Hey, erzähl uns ein bisschen. Das war, also wir, kurz bevor ich nach Bali bin, hat uns der Damien Hirst kontaktiert und gesagt, es würde ihm gut gefallen, wenn wir ein Buch über den Ashley machen würden. Und weil ich schon wusste, dass der Ashley in Bali war und ich auf Bali auf Sabbatical gegangen bin, war das natürlich irgendwie klar, vor allem auch, ich kannte in Bali niemanden. Und dann war mal klar, das ist super, dann kennst du schon mal einen Künstler, weil den musst du auch sofort anrufen und einmal darüber reden. Es war auch klar, wir werden nicht das Buch anfangen, das war Damien auch recht, also es war okay, wir werden in dem Jahr kein Ashley-Buch gestalten, aber ich werde mit dem Ashley reden und vielleicht schon einmal über Konzepte reden oder so und dann im Jahr danach das Buch gestalten. Und der Ashley und ich sind dann gut ausgekommen und haben uns in dem Jahr wirklich befreundet. Der Damien ist dann auch einige Male gekommen, weil die zwei wieder gut befreundet sind und so habe ich nachher auch den Damien kennengelernt. Ich weiß, dass der Jordan wiederum, also der Jordan hat bei einer letzten Ashley-Ausstellung so eine Art Vorwort geschrieben, wo er gesagt hat, dass er einer der vielen Leute war, die den Ashley nachgemacht haben in der Jugend oder den Ashley kopiert haben. Und der Ashley hat gemeint, dass der Jordan immer sein Liebster seiner Kopisten, der Liebste seiner Kopisten gewesen ist. Aber abgesehen davon fand ich es beim Jordan immer interessant, dass die Themen, die er
behandelt hat, im Galerien- oder Museumsbetrieb interessant sind. Also dass er auch die Leute, die ins Museum kommen, angreift und eben nicht irgend, also so viel von der politischen Kunst, die ich in den Staaten sehe, ist so preaching to the choir. Also wenn ich ins MoMA gehe und da erzählt mir ein Künstler über Global Warming, sage ich, fuck you, I mean, das ist irgendwie, ich muss von einem Künstler im MoMA nicht über Global Warming informiert werden. Das wissen eh alle, also das ist so, ja, kann man das im Deutschen sagen, dem Chor was vorpredigen. Ja, sicher. Ich sage preaching, the priests eigentlich, ja. Ja, also und der Jordan hat da immer schwierigere Themen sich ausgesucht oder Themen, die im Kunstmarkt, also die Besucher angreifen. Also jetzt gerade selbst wie Sie die VR-Geschichte beschrieben haben, ist ja so ein Ding. Der Besucher wird in Frage gestellt, nicht irgendwer draußen, nicht der Donald Trump oder sowas, die sicheren Themen. Und von dem her, oder ich glaube insgesamt, also wenn wir kurz über den Titel von heute sprechen, ich selber, aber auch die Jessica, fanden, dass speziell hässlich Gemachte immer unglaublich interessant. Es ist ja gegen das, was wir uns wenden, ist das nicht die nicht überlegte Form. Das, was allen egal ist. Also wir wenden uns gegen, ich weiß nicht, gegen das Discount-Möbelhaus in Dornbirn Süd. Aber ist es wirklich hässlich oder einfach nur? Ja, ich glaube also für mich die Hässlichkeit entsteht aus dieser Wurstigkeit. Es ist eine reine Funktionalität. Wir brauchen irgendwas, wo wir unsere Discount-Möbel verkaufen können. Das soll so günstig wie möglich sein und offensichtlich wasserdicht. Wie es dann ausschaut, ist egal. Aber es wird dann von den meisten von uns als hässlich empfunden. Dort will man, da geht man hin, weil man einen billigen Stuhl braucht. Aber man will dort keine Zeit verbringen. Aber ist es nicht einfach nur banal? Ich hätte mir vorgestellt, dass hässlich vielleicht ein Begriff ist, der genauso wie diese Maske da, dass das sozusagen natürlich eine aktive Art von Darstellung sozusagen des Gegenteils vom Schönen. Also das aktiv Hässliche? Der Möbel liegt, oder wie auch immer, die machen ja nicht aktiv. Was ja. Ja, das ist so im täglichen Bereich dann hässlich. Also ich, das aktiv Hässliche mag ich ja wahnsinnig gern. Also ich finde auch diese Skulptur, Relief, natürlich schon mal formal wahnsinnig interessant, weil man sieht ja auch natürlich, oder ich würde mal sagen, die Designkuratorin im MoMA, die sagt, dass ihr ist eigentlich ein besserer Begriff für die Schönheit, sagt sie, ist die bewusst gemachte Form. Und die bewusst gemachte Form trifft natürlich auf das genauso hin. Also das ist ja sehr bewusst, das ist ja nicht keine zufällige Form hier, sondern es ist ja ganz bewusste Form und die finde ich interessant, die finde ich sogar genauso interessant wie die bewusst gemachte Schönheit. Also da würde ich da überhaupt keinen Unterschied sehen. Also das Hässliche ist quasi das was passiert. Ja, die Wurstigkeit. Ja. Also auch, man sieht das ja rundum, alle unsere Städte, auch die schönen Städte, auch Barcelona, oder Amsterdam oder Rom sind ja alle umgeben von diesem Gürtel von Mixtur aus Fastfood-Ketten, Tankstellen, Discount-Möbelhändlern. Es ist ja praktisch ja auf der ganzen Welt. Das sind lauter funktionale Dinge, die vor allem, ich glaube, es wird jetzt besser, vor allem so zwischen 1950 und dem Jahre 2000 entstanden sind.
aber auch jetzt, sagen wir so, die Krönungen der Hässlichkeit in New York, also vor allem der LaGuardia-Flughafen und Penn Station-Zugstation, also wo es wirklich grauenhaft war, beide in den 70er Jahren gebaut aus hundertprozentigem Funktionalismus. Beide haben hundertprozentig nicht funktioniert, interessanterweise. Also beide haben ganz schlecht funktioniert für das, was sie waren. Beide jetzt, LaGuardia praktisch schon fertig renoviert in etwas viel, viel Besseres. Penn Station sind sie noch dran, aber da ist auch schon, man sieht das erste Drittel schon, also auch in etwas viel Besseres. Also die Spitzen der legeren Grauenhaftigkeit sind jetzt schon ausradiert und ich glaube, wir werden überall dorthin kommen. Und das Gegenteil wäre Central Station mit dem großen Gewölben und den Mosaiken und Austernessen im Keller und so weiter und Hochzeitsfotos dort. Ja, also dass man auf einem Bahnhof sich zu fotografiert, zu also heiraten. Aber ist es nicht so, dass das ja auch sozusagen etwas ist von Nostalgie, Sentimentalität? Die Central Station war ja stilistisch gesehen zum Zeitpunkt ihres Erbauens schon längst passé. Absolut. Hundertprozentig. Also ich würde jetzt mal sagen, von der Architekturgeschichte her kein interessantes Werk. Von den Menschen ein sehr geschätztes Werk. Auch das ist keine Meinung, sondern das lässt sich wunderbar wissenschaftlich nachweisen. Also weil es eine in Boston eine Organisation gibt, das heißt New England Data Network, die machen die haben eine App entwickelt, die kann schauen, wie viele Tweets wo rauskommen geografisch. Und ja, dann mit einem Algorithmus kann sie schauen, ob die Tweets positiv oder negativ sind. Und da kann man jetzt zum Beispiel in Realtime Manhattan anschauen und sieht genau, wo kommen am meisten negative Tweets raus und wo kommen am meisten positive Tweets raus. Und da sieht man ganz, ganz klar, 24 Stunden am Tag, jeden Tag, 365 Tage am Jahr, es kommen viel mehr negative Tweets aus der Penn Station und viel mehr positive Tweets aus der Grand Central. Also ganz eindeutig fühlen sich die Leute positiver. Also es fühlt sich positiver an, man ist besser aufgelegt in der Grand Central Station als in der Penn Station. Man muss es aber auch gar nicht von der Wissenschaft sich beweisen lassen. Die sind ja beide 24 Stunden offen. Das ist 15 Minuten Fußweg dazwischen. Man kann sich das beim nächsten New York-Besuch wunderbar selber anschauen. Ihr werdet sofort merken, die Stimmung in der Penn Station, also vor allem, wenn ihr noch in die alte Penn Station geht, in die zwei Drittel, ist unvergleichlich schlechter wie die in der Grand Central. Nun reden wir sehr viel über Quantifizierung von Qualität hier, gerade. Und braucht es nicht für den Begriff sozusagen der Kunst auch eine Art Innovation, das heißt Brüchigkeit mit dem, was gut ankommt, eben eine neue Idee, etwas auch, was da quer steht, was Vorstellungen, Konventionen, kollektive Übereinkünfte bricht oder auch brüskiert sogar? Also in der Kunst auf jeden Fall. In der Transportationsarchitektur bin ich mir da nicht so sicher. Also wenn jetzt ich am Flughafen bin und auf meinen Flieger warte und es ist eh schon verspätet, ob ich da Brüchigkeit brauche, bin ich mir nicht sicher. Also da möchte ich eigentlich Stimmigkeit haben. Ich war natürlich in deiner Ausstellung und dann gibt es ja immer die Möglichkeit, diese Jetons einzuwerfen, also auch eine Form der Quantifizierung eines ästhetischen Urteils. Und dann stehe ich vor dem Mondrian und dem gefälschten Mondrian. Und dann denke ich mir,
dann gehe ich auf die Rückseite und dann denke ich mir, dass es war überwiegend, was weiß ich, schätzungsweise 3/4 zu 1/4 das Richtige natürlich. Die Frage war, was ist der richtige Mondrian und was ist die Fälschung? So muss man das jetzt. Und dann gehe ich herum und dann denke ich mir, wie kann es überhaupt geben, dass es dieses Viertel überhaupt gibt? Also wie kann man das nicht sehen? und war richtig empört. Dann dachte ich, okay, vielleicht gibt es ein paar Subversive, die man als Spaßmacher absichtlich das Falsche, das muss es ja auch geben. Aber dann beim zweiten Mal nachdenken habe ich gedacht, meine Empörung ist eigentlich empörend. Weil der Mondrian geht auf eine Art innere Stimmigkeit, auf eine Harmonie, die er erzeugen will zwischen Vertikale, Horizontale, zwischen den Farben, den Farbflächen, Farbgrößen, blablabla. Und am Ende kommt natürlich tatsächlich so ein Gefüge heraus, das uns innerlich berührt und zum Klingen bringt, so wie Musik etwa. Und alles, was sozusagen diesem nicht entspricht, empfinden wir als leichte Störung, vielleicht auch als sozusagen einen Weg in Richtung weg von der Schönheit in Richtung anderes. Aber braucht es nicht vielleicht sogar diese Verschiebung, braucht es nicht vielleicht diese absichtliche Störung, vor allem, wenn man dann nachdenkt, wer Mondrian eigentlich war, natürlich einer der wichtigsten Maler der ästhetischen Avantgarde dieses Jahrhunderts, also des vergangenen Jahrhunderts, aber natürlich ein Frauenfeind sondergleichen, ein sozusagen naiver Utopist, ein Platoniker, ein Mensch, der seine eigene Kunstlehre zur Weltideologie erklären wollte und so weiter. Also wir sind alle froh, dass er nur ein Maler war. Und also wenn man seine Schriften liest, die sind sozusagen richtig Ideologeme, unerträglich. Und das Hauptziel auch in seinen Schriften ist sozusagen immer Harmonie, immer Ausgleich. Natürlich steht dann immer oben der Mann und unten die Frau und oben das Vertikale und unten das Horizontale. Was ich damit sagen will, vielleicht war das Viertel, das da hineingeworfen hat, eine Hälfte dieses Viertels Spaßmacher, aber vielleicht ist das zweitere Hälfte dieses Viertels die einzigen, die wirklich kapieren, dass es woanders hingehen muss. Also wenn wir natürlich Leute jetzt aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts hernehmen und schauen, wie sich ihre persönlichen Meinungen reflektieren auf ihr Werk, dann können wir natürlich, oder der Loos, der mit 13-Jährigen geschlafen hat, der Corbusier, der den Hitler gepriesen hat in den Briefen an seine Mutter, da sind wir schwierig unterwegs, oder? Also in allen Richtungen, in den Leuten, denen die Harmonie gefallen hat und bei den Leuten, die da Störfaktoren einbauen wollten. Ich glaube grundsätzlich, dass es da in der Kunst in einer anderen Richtung geht wie in der angewandten Kunst. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede, was ich mir von einem Flughafen erwarte und was ich mir bei euch vom zweiten Stock erwarte. Weil das natürlich, also ist eh klar, der Kontext macht einen riesengroßen Unterschied, aber auch, wie ich mich selber fühle, macht einen riesengroßen Unterschied, oder? Also wenn ich mich selber sehr sicher fühle, möchte ich große Neuigkeiten und Störfaktoren in mein Leben einführen. Wenn ich mich selber unsicher fühle, das heißt, bin zu spät beim Flughafen, möchte ich relativ in einer relativ sicheren Umgebung sein. Ich war vor einem Monat in einer Ausstellung, in einer Gruppenausstellung in Lissabon mit dabei, die aufgeteilt war. Also es waren ungefähr 10 Architekturbüros, 10 Designer, 10 Künstler. Und da waren der Carsten Höller, der IWW, relativ viele, Abramowitsch, relativ viele große Namen dabei. Und der Carsten Höller sagt mir, gute Kunst muss unsicher machen, muss stören. Und ich habe das einmal stehen gelassen, aber habe mir danach gedacht, also
ich sehe, was er meint, und es gibt vieles, wo er richtig hat. Aber wenn ich in Lech beim James Dorell oben sitze, finde ich das ein gutes Kunstwerk und es stört mich nichts. Oder wenn ich weiterfahre nach Krakau und mir die Frau mit dem Hermelin anschaue vom Leonardo, da ist kein Störfaktor drin. Das sind andere Faktoren, die mich da berühren. Und die Kunst ist gut, ohne Störfaktor. Also ich glaube, dass es als Definition, glaube ich nicht, dass es notwendig ist. Aber es stimmt, viele von den Sachen, die auch mich interessieren, sind natürlich, weil es ja auch in dem Kontext des Museums passiert oder der Galerie, ist es gut, dass es stört, weil ich gehe ja auch dorthin, um mein Leben, um ein Ding zu sehen, das jemand gemacht hat, der ein anderes Weltbild hat, wo ich dieses andere Weltbild anschauen kann von außen. Und wenn die Kunst gut ist, dass da meine Welt dadurch bereichert ist. Das ist ja eine wunderschöne Sache. Das ist aber was anderes. Wenn ich am Flughafen bin, will ich den Flieger erreichen. Da will ich ja nicht mein Weltbild gestört bekommen haben. Also da sehe ich den Kontext schon als ganz wichtig an. Ich glaube zum Beispiel sogar, der Unterschied ist riesig, ob das ein öffentliches Kunstwerk ist oder ein Museumskunstwerk. Oder? Also gerade jetzt, sagen wir mal, in New York werden die öffentlichen Kunstwerke oder Public Art von den Experten, also von den Kunstkritikern, ja gehasst wie die Pest. Oder? Jerry Saltz macht sich über alles lustig, was da irgendwo auf irgendeinem Platz herumsteht. Und für mich ist es eigentlich eigenartig, dass er sich sogar darüber lustig macht, weil es ist ja nicht für ihn gemacht. Public Art heißt ja Public Art, weil es ja für die Public ist. Und bei Definition ist der professionelle Kritiker, der nichts anderes sieht, als 16 Stunden am Tag Kunst anzuschauen, der muss ja hoffentlich eine andere Meinung haben als jemand, der ins Büro geht und der da mal kurz vorbeigeht. Das muss ja so sein. Also, und von dem her glaube ich auch, ist es gar nicht schlecht, wenn die Public Art banaler ist, einfacher zu verstehen, eben für die Public, die ja vielleicht einmal ins MoMA geht, aber ansonsten ganz andere Probleme in ihrem Leben hat. Kontext. Das ist ganz gut nachzuvollziehen. Ich hätte jetzt aber ein Gegenbeispiel. Mhm. Wenn man auf den Dornbirner Bahnhof geht, dort hört man die dritte Symphonie von Brahms spielen, damit es sozusagen kein sozialer Brennpunkt wird. Mhm. Also unter Anführungszeichen, dann spielt man die hohe, schöne, schnöde, holde Kunst, um sozusagen, was weiß ich, eben den Plebs, die Junkies, was auch immer, zu vertreiben von dem öffentlichen Ort. Werden die vertrieben durch Brahms? Ja, natürlich. Mhm. Also ist das so? Ja, das ist in Europa üblich, dass es auf so Brennpunkten am Karlsplatz in Wien, dass es immer sozusagen öffentliche Musik gibt, wo quasi das Schöne, das Hässliche, des Sozialen vertreiben soll. Ah ja, das ist immer neu. Also, aber Sie kennen das schon, oder? Ja. Okay. Ja, vor allem, ich denke mir, was sich Brahms denkt. Nein, aber zurück zu dieser Public Art. Wenn man von diesen Public Art, besonders in New York, das ist diese Plaza Art, sagt man ja auch. Mhm. Da steht ja meistens so Hochhäusern und sind meistens firmeneigene Gebäude und dann am Vorplatz steht dann halt. Und the Turd in the Plaza wird so oft genannt. Also die Scheiße am Platz, wenn man zuerst 4 Gebäude rundum baut und nicht dran denkt, was eigentlich drinnen sein soll. Und am Schluss muss halt irgendein Künstler her, der dann noch irgendeinen Turd hinbaut.
Und das Charakteristische kunstgeschichtlich ist ja, sozusagen, dass das natürlich der Nachfolger des öffentlichen Monuments der Aristokratie oder des Absolutismus ist, wo man quasi bis ins 19. Jahrhundert stellt man auf den besten Plätzen, den Boulevards, den Kreuzungen, stellt man halt sozusagen den Machthaber auf und ab dem 19. Jahrhundert sozusagen nach den Nationalbewegungen stellt man Stellvertreter, in dem Fall innen, der Nationen auf, also in Frankreich natürlich und in Deutschland die Germania und so weiter. Es gibt sogar eine Austria auf der Freiung in Wien. Also Frauen sind dann plötzlich die Nationen, wenn man den Herrscher nicht mehr richtig abbilden. Und dann aber natürlich mit dem Aufkommen der Abstraktion stellt man abstrakte Skulptur auf. Und das Interessante ist, dass sozusagen von diesen sprechenden, selbstdarstellenden, ein historisches Ereignis würdigenden oder Zusammenhalt zeugenden mit Ikonografie, Attributen, Helmen, Schildern, Schwertern, Fahnen und so weiter, geht es dann über zu einer reinen Form. Ja. Und diese reine Form hat den Vorteil für demokratische Strukturen, dass sie natürlich nichts sagt zuerst mal und nicht einsteht für, hat keine Fahnen, hat keine Standarten, hat nicht mal ein Geschlecht, gar nichts. Dann gibt es eine interessante Geschichte, dass Helmut Schmidt, der deutsche Bundeskanzler, hat sich bemüht um eine, als Bonn Bundeshauptstadt wurde von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland, wurde ein Gebäude gebaut, ein Regierungsgebäude, und er hat sich bemüht und hat Henry Moore angeschrieben, ob er nicht eine Skulptur schenken würde, auch interessant, ein deutscher Bundeskanzler, der einen englischen Künstler, und Moore sagt, ja, und Schmidt fügt hinzu, da gibt es einen Brief, auch handgeschrieben, quasi, du musst es mir aber sozusagen schenken, weil wenn du es nicht schenkst und wir es kaufen würden, müsste ich es durch den Bundestag und es geht niemals durch. So. Und tatsächlich macht Moore das und schenkt diese Skulptur, die sie alle gesehen haben, wenn sie älter oder gleich alt sind wie ich, weil früher wurde immer der ORF-Kommentator vor dieser Skulptur, das sind so zwei so ineinandergreifende große Formen. Aber da, und 10 Jahre später ist es durch den Bundestag wie nichts gegangen, weil die Bonner wollten es nicht mehr hergeben, sie wollten es auch vor allem nicht mehr hergeben, als Bonn nicht mehr Bonn, sondern Berlin wurde. Mhm. Und dann deshalb musste man dort ja eine neue Skulptur aufstellen, nämlich von Eduardo Chillida, das auch ein Geschenk von einem Apotheker war. Mhm. Und der ORF-Korrespondent, der ist jetzt vor Chillida. Und so. Aber was ich damit sagen will, dass Moores Skulptur vollkommen erotisch gemeint war, also sexuelle Begegnung, und trotzdem aber für den Staat steht. Und ist es vielleicht das, dass diese Plaza-Art deshalb so schwer erträglich ist, weil sie nichts sagt? Also meine Interpretation, wieso die Abstraktion da so auch heute noch so erfolgreich ist, ist, Sie das? Sie das also, sagen wir, ich war jetzt gerade in Monterrey in Mexiko. Da stehen, ich würde mal geschätzt sagen, 70 bis 80 solche Dinger, teilweise riesig groß, also teilweise so hoch wie die Decke, an jeder Straßenkreuzung herum. Ich glaube, dass das im Prinzip in einer demokratischen Struktur am einfachsten durchgeht. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von Monterrey, da hat jemand relativ gut einen Tunnel-Eingang bemalt mit Dingen, die ich jetzt gedacht habe, wären Teil der mexikanischen Kultur, Skelette, Totenköpfe und solche Dinge. Und das war offensichtlich ein unglaublicher Aufschrei dort. Wahnsinnige Kontroverse, während die abstrakten Skulpturen angenommen wurden. Da kann niemand irgendwie, kann man sich wenig dran stoßen. Also ich hätte das so interpretiert, dass es aus dem kommt, weil man sich halt nicht festlegen muss. Das ist so die Vanilla-Version. Also wenn ich mir das Monterrey anschaue oder die Situation mit den 60, 70 abstrakten Public Art Skulpturen, bin ich dem so mittelmäßig stehe ich dem gegenüber. Also das ist nicht die Kunst, die ich liebe, aber es zeigt trotzdem irgendeine Art von
Gestaltungswille oder Liebe zum Platz oder so. Also es ist mir lieber, es steht da eine abstrakte Skulptur, die doch ordentlich gemacht ist, als es einfach komplett zufällig nichts gemacht. Es heißt, das ist so irgendwie ein Zeichen, da hat sich jemand was gedacht dabei. Da ist eine Initiative gesetzt worden. Ich weiß jetzt, was der Kunst-Uni-Professor darüber denkt, mit dem ich im Auto gesessen bin. Was denkt er? Der war ein bisschen positiver wie ich. Also der kannte natürlich die ganzen mexikanischen Künstler, ich kannte die alle nicht. In Mexiko sind die teilweise auch sehr bekannt, weil man in Mexiko auch als abstrakter Skulpturenhersteller noch berühmt sein kann. Ich habe da danach einige Fotos gesehen, die schauen auch aus noch wie Künstler, wie man das früher so bei uns gemacht hat, mit Schal und nicht grad Barett, aber in der Richtung strenger Look. Aber ich fand's okay. Also Mexico City ist ja ähnlich, da hat auch riesige Skulpturen von lokalen Künstlern. Also ich find's eigentlich okay. Und wenn wir beim Sozialen sind, es gibt noch eine wichtige Funktion von Kunst, glaube ich, dass Kunst die Fähigkeit hat, auch etwas, was uns sozial unangenehm ist oder wo wir wissen, dass da Defizite sind, die wir eigentlich beheben müssten, wo es quasi einen Moralaufruf an uns selbst gibt oder an die Gemeinschaft, dass die dann doch thematisiert wird und dass wir dann hinschauen oder hinlesen. Und ich denke jetzt an die Entscheidung des Nobelpreises für Literatur, die ich für eine sehr, sehr gute Entscheidung halte, weil es einfach einerseits großartige Sprache, großartige Kunst ist und gleichzeitig aber eine soziale Realität schildert, die aber quasi ins Fiktionale übersetzt ist. Annie Ernaux kommt quasi aus dem Norden Frankreichs, wo es eben soziale Missstände gibt, wo es Arbeitslosigkeit gibt, zerrüttete Familienverhältnisse und all das. Und das wird aber plötzlich dann zugänglich durch diese wunderbare Literatur. Und ist nicht das auch etwas, was Kunst leisten muss und man dann das nicht trifft, wenn man so stark zwischen dem zugänglich Schönen und dem nicht zugänglich oder banalen Hässlichen unterscheidet? Also ich bin natürlich absolut bei Ihnen, also ich glaube natürlich, dass es Kunst geben muss, die soziale Ungerechtigkeiten aufzeigt. Hundertprozentig. Ich glaube, dass sie das am besten macht, wenn sie ein Publikum erreicht, das da was machen kann, oder ein Publikum erreicht, das wirklich durch das informiert werden kann. Das kann die Literatur. Die Literatur natürlich. Im Museum ist es ab und zu so, dass ich das Gefühl habe, es werden Themen besprochen, die Leute, die dorthin kommen, schon kennen. Also wieder das vorhin schon erwähnte. Aber ansonsten bin ich da natürlich komplett dabei. Ich finde es, muss ich sagen, am effektivsten, wenn die Themen, die besprochen werden, das Publikum, das kommt, ansprechen. Also Beispiel, sagen wir mal, die Gorilla Girls, oder? Die ganz effektiv die Missstände im Museum aufgezeigt haben. Es gibt viel zu wenig Frauen, die auch die Veränderung wirklich mitgetragen haben. Oder jetzt, ich weiß nicht, die ganze Sache mit den Sacklers, oder? Eine ausgezeichnete Initiative von einer Künstlerin. Muss man, glaube ich, erzählen, damit man es versteht. Ja. Also die Sackler-Familie in den Staaten war ganz massiv damit beteiligt, also Oxycontin, eine der wildesten Schmerzmittel, in größtem Stile zu vertreiben. Und es sind hunderttausende Leute durch Oxycontin süchtig geworden, also dann auch
obwohl sie es so genommen haben, wie beschrieben, dann von Oxycontin direkt auf Heroin umgesattelt. Also die extreme Drogenkrise. Letztes Jahr sind in Amerika mehr Leute durch Drogen umgekommen wie im Autounfall. Ist sehr eng verbunden mit Oxycontin und wiederum mit der Sackler-Familie, die im Kunstbereich extrem aktiv war und unglaublich viele Museen gesponsert hat. Also es gibt im Metropolitan Museum einen Sackler-Wing, es gab im Serpentine Gallery in London. Bis zum Louvre, Tutti Quanti. Und es gibt eine Künstlerin, eine Fotografin, Nan Goldin, die da sehr aktive Aktionen gegen die Sacklers gemacht hat, die Nan Goldin aus eigener Erfahrung selber durch Oxycontin heroinsüchtig geworden ist und die in verschiedenen Aktionen, also ich kenne jetzt eine im Guggenheim Museum, sehr plakative Aktionen gemacht hat, die aber funktioniert haben. Das heißt also, der Louvre, die Serpentine haben ihre Assoziation mit den Sacklers gestoppt. Also das sind Dinge, wo auch wirklich Resultate sichtbar waren. Und das ist natürlich unglaublich. Also wer könnte da dagegen sein? Also das ist natürlich super und absolut notwendig. Und da bin ich volles Rohr dafür. Letzte Frage. Es ist ja de facto so, es gibt einen Besucherinnenrekord im Vorarlberg-Museum. Aber was ist es, wann ist diese Ausstellung erfolgreich? Gefühlt, ja. Nicht nur statistisch. Ja. Also ich würde so sagen, ich habe wahrscheinlich von der Happy Show noch mehr als von der Beauty, aber von der Beauty auch, aber ich sage jetzt mal ein paar Beispiele von der Happy Show. Also ich habe da gewisse Briefe bekommen. Ich habe einen Brief bekommen von einer 55-jährigen Sekretärin aus Deutschland, die gesagt hat, sie war in Frankfurt auf der Show und sie hat sich zweimal angeschaut und das hat ihr den letzten Stoß gegeben, ihren Job zu kündigen und ihren Lebenstraum zu erfüllen und nach Paris zu ziehen. Und fast in der gleichen Woche habe ich einen Brief eines 13-jährigen Jungen bekommen, der gesagt hat, er war in der Show, auch in Frankfurt, muss besonders gut installiert gewesen sein, und er hat jetzt endlich den Mut gehabt, diesem Mädchen zu sagen in seiner Klasse, dass er sie wahnsinnig gern mag, und es ist zu einem Kuss gekommen. Da haben wir gedacht, wie funktioniert die Ausstellung? Also da ist offensichtlich was funktioniert. Wenn ich, und das werden wir jetzt nachher sehen, weil die kann man auch gleich dazu befragen, die Verena Konrad, die uns ja dann auch dankenswerterweise eingeladen hat, in der Biennale in Venedig mitzumachen, die hat das ja sehr, sagen wir von hierher als Kuratorin sehr mitverfolgt und hat mir andauernd dann danach, also nach Venedig, aber auch nach der Beauty Show, gewisse Dinge geschickt, die sie bemerkt hat in der Architekturszene oder so, wo Leute nach ihrer Meinung beeinflusst wurden von gewissen Dingen von der Show. Und also sicher eines der Dinge, die ich mir gemerkt habe, war also ein Symposium von avantgardistischen Architekten im Osten Europas, die zusammengekommen sind, und ein drei Tage Symposium über Beauty zu sprechen, und deren Einladungstext auf dem Plakat hätte auch der Klappentext von unserem Katalog sein können. Also die waren sich sehr, sehr ähnlich. Ist mir wahnsinnig recht natürlich. Also das war natürlich die
die Idee dahinter, dass gerade in unserem Bereich, also auch Design, also weil auch in der Grafik, das natürlich ein Begriff ist, der komplett verpönt war. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger, also, aber zu meinen Studienzeiten absolut, oder? Also auf der Angewandten, wenn du in der Klasse das Wort Schönheit in den Mund genommen hättest, ausgelacht, oder? Also komplett non grata war. Und das war das, also das Ziel eindeutig war, dieses Denken aufzuweichen, auch als in der Zwischenzeit überholt anzusehen. Wir haben jetzt da natürlich wunderbare Mitstreiter, weil auch, und sicher nicht wegen unserer Show, aber ich habe vor kurzem ein Interview mit dem Jacques Herzog von Herzog und Demiron gehört, der ganz klar über Beauty spricht. Oder natürlich Renzo Piano hat sogar, ich habe einen 20-minütigen Vortrag von dem gehört, da ging es nur um die Schönheit. Vor 20 Jahren undenkbar, dass ein Spitzenarchitekt der Welt über die Schönheit redet, oder? Wäre als ewig gestriger ausgelacht geworden von den Funktionalisten. Und dass wir da ein kleines Teilchen da sein dürfen, die in die Richtung mithelfen, also das würde ich dann in diesem Fall als Erfolg bezeichnen. Vielen, vielen Dank. Am Nachmittag geht es weiter, genau bei dem Thema, glaube ich, oder? Ja. Sind ein paar Architekten geladen, Architektinnen auch, weiß ich jetzt nicht genau. Also eine Empfehlung, rübergehen, zuerst diese Ausstellung anschauen, dann diese Ausstellung anschauen und dann nochmal Stefan Sagmeister hören. Vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön.